Palm Sonntag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist der letzte Sonntag der Passionszeit. Palm Sonntag hat seinen Namen von den Palmwedeln bekommen, mit denen Menschen Jesus zuwinkten oder die staubigen Straßen bedeckten, als er in Jerusalem einzog. Die Menschen waren begeistert. Endlich kam der, auf den sie hofften. Ein Mann aus der Familie des Königs Davids, der hatte Israel nämlich einst groß gemacht und selbstständig. Er konnte die Menschen in die große Politik einbinden. Aber jetzt war Israel zerteilt unter kleinen Herrschern von Roms Gnaden. Diese waren Handlanger der Besatzungsmacht, die alle mit Steuern bedrückte, aussaugte und ihrem Machtwillen unterwarf. Das war manchmal schier unerträglich und die Erinnerung an die großen Zeiten tat weh. Aber die alten Großmachtträume wurden auch wieder lebendig. Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Groß waren die Hoffnungen und lautstark der Jubel. Menschen damals wie heute träumen ihre Träume, hegen ihre Machtfantasien und projizieren sie gerne auf andere Menschen. Da muss doch einer kommen, der den Weg aus der Krise zeigt. Da muss doch einer kommen, der alle Abhängigkeit durchbricht. Auch heute noch richten solche Hoffnungen sich auf starke Männer in der Politik. Das mühsame Geschäft des Kompromissefindens, die langen Nächte der Verhandlungen, das Suchen nach akzeptablen Lösungen für alle ist nicht jedermanns und jeder Fraus Sache. Darum wird auch ein Berlusconi oder ein Putin wiedergewählt. Stärke ist eben auch heute noch gefragt. Aber wehe, wenn die Erwartungen sich nicht erfüllen. Vor 2000 Jahren endete diese Enttäuschung im Kreuzige ihn. Menschen verstanden einfach nicht, dass Gewalt nur Gegengewalt erzeugt, dass Macht Unterwerfung fordert. Aber Jesus war mit einem völlig anderen Programm angetreten. Die Letzten werden die Ersten sein. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer euer Herr sein will, der sei euer aller Diener. Das stellte die Verhältnisse auf den Kopf. Nicht Stärke, sondern Mut zum Dienen zeichnete ihn aus. Unfassbar, irritierend, verstörend wirkte dieses Programm auf die Menschen. Das war neu. Das war geradezu revolutionär, weil es die Herrschaftsverhältnisse auf den Kopf stellte. Das war schwer nachvollziehbar, für viele einfach unbegreiflich. Sie sahen sich um ihre Träume gebracht. Ihre Hoffnungen wandelten sich in Zweifel und dann in Wut. Kreuzige ihn, schaffe ihn aus der Welt. Aber was war so irritierend, so ärgerlich an diesem Jesus? War er nur ein frommer Spinner, der Menschen hinters Licht führte? Nein, er durchschaute einfach diese Welt. Die Mechanismen von Machterhalt und Unterdrückung, von Selbstdarstellung und Eigennutz, alles, was Menschen klein machte, das hat er entlarvt. Sein Ziel war nicht, Menschen klein, sondern in der Liebe groß zu machen, einander zu dienen, statt einander zu beherrschen. Welch ein Programm! Wie anders sähe diese Welt doch aus, wenn Menschen sich danach richteten. Dann gäbe es keine Verteilungskämpfe, dann gäbe es Verteilungsgerechtigkeit. Dann gäbe es keine Vorrechte einiger weniger,
dann kämen alle zu ihrem Recht. Dann müssten wir nicht mit Waffen sprechen, dann wäre Frieden. Die Menschen könnten menschlich sein. Hosianna, dem Sohn Davids, können wir einstimmen? Können wir da auch jubeln? Wäre sein Programm nicht auch etwas, was uns begeistern könnte? Aber die Jubelrufe alleine reichen nicht. Es kommt auch darauf an, das Programm in die Tat umzusetzen. Mut zum Dienen, das erfordert gehörig viel Mut. Nicht das Warten auf den starken Mann, sondern sich in den Dienst des Lebens zu stellen, das gibt der Welt ein neues Gesicht, ein menschliches. Diesen Traum zu träumen lohnt sich. Diesen Weg gilt es zu gehen. Es ist der Weg dessen, dem damals Menschen mit Palmzweigen zuwinken. Hosianna, dem Sohn Davids.